Sex-Olympiade ums Thema Pimpern. Bis 12 Uhr Bettsport. Die meisten Sexpartner. Du machst dich schon feucht wie sonst. Und wenn der Brunnen noch feucht ist. Penisring oder was? Weniger im Kopf, mehr in der Hose. Die meisten Sextoys. So halb sexy im Bikini auf der Küche. Dann esse ich von dir. Eskaliert's ganz leicht. Da hast du dich nicht beschäftigt. Von einer Frau zur nächsten zu springen. Ich habe hier alles richtig gemacht. Gut. Hello. Hier noch zwei Fotos vom Wochenende. So, jetzt geht's uns allen gut und wir starten mit der Folge heute. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 von Love Island irgendwo auf Mallorca. Sind die eigentlich auf Mallorca? Naja, heute geht's weiter mit der Zweigleisigkeit, denn der Yannick, der schiebt schon mal wieder eine Nummer mit der Franzi und es wird bei der Challenge sehr spannend, denn es wird einen Sextalk geben. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Jetzt ist einfach hier Love Island, Alter. Genau, willkommen auf der Insel der großen Talente. Ja, ja, und diese Talente werden heute bei der Challenge bewiesen. Die feuchtfröhliche Sex-Olympiade. Genau, wer pudert öfter, weiter und länger? Hallo, ich bin Nike und ich freue mich mega, euch alle kennenzulernen. Geil. Und weiter hier. Hallo, Andrina, hi. Die neue Granate, frisch importiert aus der Schweiz, die schaut aus wie so Standard-Love-Island-Kandidaten, etwas mehr breit. So, wenn so meine Kollegen mich anrufen für einen Döner, bin ich immer dabei. Ja, das hoffe ich doch. Das kann man doch nicht ausschlagen. Ich muss ehrlich sagen, die Frauen gefallen mir sogar besser als die Villa bis jetzt. Geht doch, das Geld kriegst du später. Er gefällt den Mädels und der Robin gefällt auch der Angelina. Die Angelina, die vorletzte Folge drei Typen gekorbt hat, aber der Robin hat ja seine Isabelle. Ich befinde mich gerade in einer Kacksituation. Ja, aber was raus muss, muss raus. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es einfacher wäre, aber ich kann mich jetzt auch nicht aus dieser Situation rausholen, wo ich bin. Robin und Isabelle sind zur Hälfte der Zeit glücklich miteinander. Sie sind so in den Anfangszeiten ihrer Beziehung und da kann halt keiner dazwischen funken. Wir haben auch Mann gegen Mann. Mo schiebt nämlich einen Hals auf Yannick. Ja, aber guck mal, so, ich mag das jetzt nicht so. Dieses Lachen hier zum Beispiel. Ja, das ist so dieses falsche Lächeln. Ja. Na, endlich jemand, der erkennt, dass der Yannick nicht so der aller ehrlichste ist und auch gerne mal ein paar Frauen warm hält, um dann natürlich einfach von einer Frau zur nächsten zu springen. Wir proben in Ruhe. Franzi war mega gut gelaunt, mega. Wir üben, es klappt einfach nicht. Weil Yannicks Laune irgendwie ein bisschen mittel war. Nein! Die Frage ist halt nur, wieso der Yannick immer so schlecht drauf ist, sobald er eine Frau im Blickfeld hat. Und meine Meinung ist da, dass er irgendwie denkt, er sei der Beste und der Klügste und dann, wenn er jemand anderen sieht, will er mit der Person eigentlich nichts zu tun haben, weil er ja denkt, die andere Person ist unter ihm und schwächer als er. Ich komme in die Schweiz, ich werde gerade aggressiv. Sie muss zuerst eine von euch beenden. Nee, ich kriege jetzt Aggressionen. Nee, er kriegt jetzt Aggressionen und jetzt rennt er weg wie ein kleines Kind, dem das Zuckerl weggenommen wurde. Brrr. Irgendwann ist bei mir halt einfach so dieser Punkt erreicht, wo ich auch einfach mal sage, boah, jetzt reicht's mir gerade. Warum muss ich mich eigentlich nonstop in andere Lagen versetzen? Ja, mit anderen Menschen kann der Yannick nicht wirklich. Wieso sollte er sich in die Lage des anderen versetzen? Wenn er sich so verhält, sollte er das auf jeden Fall mal machen, um zu erfahren, wie er selber zu sich wäre. Ich weiß nicht, wer er ist, sowas denkt er, also keine Ahnung. Kindergarten. Ja, Kindergarten. Nur, dass die Kinder dort ehrlicher sind. Sorry, da muss man auch mal ein bisschen Verständnis für mich haben. Ach so. Was erwartest du gerade von mir? Dass ich vollkommen 100% in jeder Situation so gerade bin, wie ich bin? So. Das wäre tatsächlich am allerbesten. Aber wenn der Yannick immer so ist, wie er ist, ja, dann hüpft er einfach von Frau zu Frau und hält sich dann immer eine warm, damit er wieder zurückhüpfen kann. Du provozierst es auch. Ey. Ich hab da gerade keinen Bock drauf, ne? Nee, sorry, Bro. Nein, Bruder. Das ist der falsche Weg, Mann. Außer, dass im Gespräch gefühlt tausendmal Bruder und Bro gesagt wurde, ist der Yannick jetzt wieder sauer und geht einfach weg. Ich muss mich jetzt hier in keiner Weise irgendwie schlecht fühlen oder so. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe hier alles richtig gemacht, habe nach meinem Herzen gehandelt. Ja, und deswegen wird er diese Folge wieder zurück zu Franzi gehen. Die Franzi, die er vorgestern wegen einer anderen sitzen gelassen hat. Ich habe kein Kappel. Ich versuche hier echt alles richtig zu machen und... Ja, er sagt es ja selber, er versucht es und dann, oh yeah. Also ich werde jetzt hier gar nichts mehr machen. Ich möchte auch gar nicht wissen, wer wie denkt. Jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Ich würde es ja voll gern sehen, wenn er dann mal die Kommentare unter den ganzen Instagram-Posts von Love Island sieht, wo man halt merkt, dass er zweigleisig fährt. So, alle sind eigentlich gegen ihn, alle Zuschauer. Schwacher Charakter, also meiner Meinung nach.
So ist er, der Yannick, ne? Schon am frühen Morgen regt ihn Yannick auf, vor allem wie er mit Franzi umgeht. Das ewige Anmachen und Abfahren lassen. Irgendwie muss er ja in der Show bleiben und wenn ihn nach zwei Tagen die Frauen nicht mehr wollen, ja, dann muss er sich eben so die Frauen langsam warm halten, damit er dann immer so eine Überbrückungszeit hat. Auf einmal hat er wieder sie in den Arm genommen. Ja, ehrlich? Kuscheln. Ja, Straßenbahner Yannick fährt nicht bloß zweigleisig. Seine Gefühle sind ein ganzer Rangierbahnhof. Und weil unser Bahnfahrer seinen Zündschlüssel überall verwendet, kommen Mo und Dominik jetzt zu diesem Entschluss. Das ist real. Das ist nicht real. Das ist der real shit fake. Er weiß, dass sie Interesse an ihm hat. Ja. Ey, dann spiel nicht mit den Gefühlen von ihr. Ein paar wenige Gefühle muss er bei den Frauen schon wecken, weil sonst das ganze Konzept nicht funktioniert. Rob, magst du kurz quatschen? Gerne. Ja? Das ist der Moment, den Isabel gefürchtet hat. Genau, denn Robin und Isabel sind zu 50% glücklich, zu 50% zerstritten. Aber jetzt will die Angelina die Beziehung sprengen. Ja, Robin ist jetzt halt derjenige, der sagt, okay, will ich's nicht. Also Angelinas Angebot an sich fand er schon mal toll. Dennoch wird Robin anscheinend bei Isabel bleiben und die Angelina wird sich dann doch noch einen anderen Typen suchen müssen. Mit Isabel, da ich hier echt eine schöne Zeit habe und sie gerade so richtig kennenlerne. Yannick wäre in der Situation jetzt wahrscheinlich schon zu Angelina übergegangen. Rund ums Thema Pimpern. Die meisten Sexpartner. Franzi geht. Ich? Wer hat schon mit mehr? Franzi, was machst du da? Die Franzi hatte bisher 10 Typen in der Kiste, der Mo hatte 42 Ladies in der Kiste. Und wie viele davon waren mal gleichzeitig da drin? Die meisten Menschen gleichzeitig im Bett. Und wie feiern unsere testogesteuerten Bubis diesen Vierer? Ja, ist okay. Die meisten One-Night-Stands. What? 29 One-Night-Stands, also Mo gibt Vollgas. Wie er Zahlen noch so gut im Kopf hat, weil 42 und 29 sind echt, sehr spezielle Antworten. Boah, ja, 42 und 29, das sind so spezielle Antworten. Das sind so spezielle, schwer zu merkende Zahlen. 41 und 28 wäre leichter gewesen. Die meisten Sextoys. Ach du Scheiße. Ja, okay, du hast allein schon 3 Satisfier. Auch wenn sie mehr Spielzeug hat als er, haben sie da schon mal ein Thema, welches sie verbindet. Vielleicht auch wortwörtlich. Vibratoren oder sonst was für ein Quatsch. Ich weiß, was ich kann und ich setze wieder meine eigenen Körperteile ein. Die Frauen haben sich auch bis jetzt nie beschwert. Genau, Handarbeit statt Massenabfertigung. Auf jeden Fall ist die Challenge jetzt vorbei und dieses Team hat mit 5 von 3 Punkten mehr Punkte gesammelt. Team Boys, herzlichen Glückwunsch. So, und nach der Challenge sind die Gedanken von den Jungs da unten. Wenn du dann morgens aufwachst, so voll verschlafen, dann merkst du so, diese kommt schon so voll leicht an dich und so touch dich. So, ich liebe sowas. Dann gehst du mal unten und dann merkst du sie schon feucht wie sonst. Yannick macht's sehr gerne am Morgen, wenn der Brunnen noch feucht ist. Und welche Vorlieben haben die denn da noch so? Und dann duschen gemeinsam nochmal, da Runde 2 direkt. Und dann geiles Frühstück. Und dann richtig geiles Frühstück. Und dann lacht sie direkt schon so, weil sie... Ein richtiger Influencer morgen. Bis 12 Uhr Bettsport, dann erst duschen und dann um 14 Uhr frühstücken. Ding! Yannick, was hast du für Sextoys? Penisring oder was? Von Elektromuschi oder was? So eine Gerte, eine Peitsche, Handschellen. Natürlich denkt er auch an seine zweigleisige Durchfahrt, denn jeder, der ihn besucht, darf mal schnuppern. So ein Statusfier für Frauen. Aber wird der ausgetauscht pro Frau dann so? Der wird sauber gemacht, ne? Aber der Yannick, der weiß, was er braucht und der Martin auch, deswegen gibt's hier eine Nachricht. Martin, entführe deine Traum-Eiländerin auf ein romantisches Date. Na, hoffentlich hat er so viel Spaß wie der Yannick mit der Franzi. Und Mehrgleis Yannick gönnt sich mal wieder einen Spurwechsel und koppelt bei Franzi an. Tja, er weiß halt, wie er bei Franzi klimpern muss. Seine Taktik lautet ja eher weniger im Kopf, mehr in der Hose, aber trotzdem hat er ein paar Aussagen parat, die einfach stimmen müssen. Ich mach halt viel mit Blicken. Ich finde das schon ganz cool. Und ihr gefällt es auch. Was soll ich machen? Mhm. Kauf dir eine Bahnsteigkarte, dann kannst du warten, bis er irgendwann vorbeikommt. Was war das denn jetzt? Ich meine, sie liegt halt schon so halb sexy im Bikini auf der Küche und er hat jetzt auch eine Idee, wie er sie, also was er damit machen kann,
das klingt extrem falsch. Das ist ein Open Buffet. Kannst du hier hinlegen. Schneide ein paar Früchte auf, leg dir auf den Körper. Dann esse ich von dir. Yannick ist immer noch auf seinem Geilheitstrip von der Challenge und möchte jetzt noch ein bisschen mehr über Franzis Spielzeug wissen. Lass mir nochmal von den 15 Dingern da erzählen. Die meisten Sextoys. Man hat's halt. Für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle. Falls man mal 2 Wochen in Quarantäne steckt, kann man jeden Tag ein anderes benutzen. Auch wenn ich in der Private Suite werde, oh je. Ey, nee, und das kann ich auch nicht kontrollieren, weil das ist halt einfach so. Wir necken uns immer. In der Private Suite, da wird nicht geneckt, sondern nur, schreibt es in die Kommentare. Sie hat einen Hammercharakter. Ja, passt auch, sehr reif. Passt auch zu dir irgendwie. Ach ja, ein Hammercharakter passt auch zu Yannick. Ach guck, Franzi rasiert ihre Tattoos. Ich will meinen Augen, ist das komplett Berechnung, ne? Ey, das wissen wir alle jetzt mal, ohne Spaß. Genau, denn erst hat der Yannick mit der Angie gerechnet und dann irgendwann musste er eben zur Franzi umspringen. Zu spät. Bei Yannick haben die unteren Organe das Kommando übernommen. Komm. Soll ich ein bisschen einmassieren? Auf gut Deutsch, Yannick möchte rammeln, während sich die anderen Jungs über Franzi unterhalten, denn... Und sie meinte halt schon, dass sie in der Vergangenheit sehr viele toxische Beziehungen hatte, wo es halt auch so vorgefallen ist, dass sie verarscht worden ist und halt genau so ein Gefühl einfach hatte. Wer weiß, mal schauen, ob die Franzi vielleicht demnächst einen Namen zu dieser Toxic-Liste hinzufügen kann. Also ich habe halt nichts falsch gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe dich angegriffen. Du hast mich schon angegriffen, ja. Ja, und die Wahrheit tut halt weh. Was soll man da tun? Wo wurde denn deiner Meinung nach hier ein Spielchen gespielt? In meinem Spielchen? Mein Problem ist einfach, dass das in meinen Augen ja kein echtes Verhalten war. Kein echtes? Mhm. Dass du nicht. Wie verhält man sich denn echt? Wie verhält man sich denn echt? Das weiß der Yannick anscheinend nicht. Ich meine, entweder er verhält sich halt wirklich so, wie er sich privat auch verhält, oder er zieht eine große Show ab, um das Spiel im Endeffekt zu gewinnen. Dann würde ich da nicht irgendwie Nähe zu ihr suchen, wenn da wirklich gar nichts ist. Verstehst du, was ich meine? Zu wem? Zu Franzi zum Beispiel. Das ist einfach Sympathie. Sympathische beste Freunde. Ich meine, er knallt auch gerne mal die Sympathie weg. Egal wie alt, wer oder was. So, klar habe ich auch Fehler gemacht. Da stand ich dann aber auch dazu. Und warum machst du die immer wieder? Was heißt denn immer wieder? Ich weiß, die haben dort keine Handys, deswegen habe ich es mal gegoogelt. Immer wieder, mehrmals wiederholt, bei jeder Wiederholung aufs Neue. Na? Ein richtiger Mann in dem Sinne würde dann aber anders handeln. Da hast du dich nicht beschäftigt, du beschäftigst dich da mit der. Jetzt eskaliert's ganz leicht und jetzt wird auch nicht mehr Bruder oder Brudi gesagt, sondern jetzt gibt's den Jungen. Sie hat das Popcorn hat sie gelöffelt, Junge. Die war nervös, natürlich mag ich den. Stell dir vor, Junge, Popcorn so. Ich weiß gerade gar nicht, was Popcorn mit dem Ganzen zu tun hat. Um eine Liebe zu finden, verstehst du, was ich meine? Das hat für mich jetzt kein Thema und das ist für mich das Gespräch beendet, weil wir kommen nicht auf einen Nenner. Genau wie gestern, Bruder. Ja, der kleine Yannick, der kommt mal wieder nicht weiter mit seinen Argumenten, deswegen vertschüsst er sich lieber, bevor er, ja, er steckt eh schon fest. Und morgen, mündliche Prüfung. Ihr küsst nacheinander jeden Eiländer. Morgen gibt es ein bisschen Eskalation in der Couple Challenge statt bei Love Island. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Schaut hier zum Aufwärmen in die Couple Challenge hinein. Hier unten in was anderes. Lasst mir gerne einen Kommentar weiterhin zu Yannick hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Oh, ich brauche jetzt erstmal Nervennahrung.